Beim Leichtathletik-Meeting in Eisenstadt haben Österreichs Sportlerinnen und Sportler gestern starke Leistungen gezeigt. Fast die gesamte heimische Elite war anwesend und hat bei teils widrigen Bedingungen einige Podestplätze geholt. Starker Wind und kühle 18 Grad beeinflussen die sportlichen Leistungen. Susanne Gogl-Walli sprintet dennoch mit Selbstvertrauen und dem Olympiaticket in der Tasche zum Sieg. Die Zeit jetzt, wenn man es nur als solche betrachtet, ist jetzt nicht so gut. Aber insgesamt war es ein sehr guter Lauf, weil die Windbedingungen einfach schwierig waren. Wir haben drüben einen ziemlichen Gegenwind gehabt und ja, das kostet beim 400 einfach Zeit. Nach überstandenen körperlichen Problemen muss sich Markus Fuchs über die 100 Meter um nur 400stel geschlagen geben und wird Zweiter. Ich habe die letzten 3 Wochen leider nicht ganz gut trainieren können, weil ich ein bisschen Probleme mit der Wade bzw. mit der Achillessehne habe. Aber das habe ich jetzt Gott sei Dank auch rechtzeitig noch in den Griff bekommen. Und deswegen bin ich eigentlich umso dankbar, dass ich heute überhaupt so ein gutes Rennen laufen konnte. 2 dritte Plätze gibt es für Speerwerferin Victoria Hudson und Magdalena Lindner über die 100 Meter. Ein schmerzhaftes Ende nimmt der Tag für Katrin Strametz. Die Steirerin stürzt über die 100 Meter Hürden und bricht sich dabei das Schlüsselbein.